Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute für euch einen sehr interessanten Vergleichstest, und zwar den CR7 Superfly 4 gegen den F50 von Messi. Und welcher Schuh am Ende gewinnen wird, seht ihr in diesem Test. Viel Spaß beim Schauen. Kommen wir zur ersten Kategorie, der Passform und dem Komfort. Der F50 konnte mit seiner engen Passform punkten, die aus meiner Sicht perfekt für schmale und normale Füße geeignet ist. Nach 1-2 Stunden ist der Schuh perfekt eingelaufen und verursachte bei mir auch keine Blasen und Druckstellen. Der Superfly auf der anderen Seite konnte mich mit seinem noch weicheren Material überzeugen, jedoch störte mich die unbequeme Ferse, die bei mir Blasen und Druckstellen verursachte. Daher gewinnt in dieser Kategorie der Adidas F50. Beim Ballgefühl war es auf jeden Fall eine sehr enge Angelegenheit. Der F50 besitzt bereits ein sehr dünnes Material und vermittelt dadurch ein wirklich sehr direktes Ballgefühl. Jedoch kann der Superfly von Nike nochmal eine Schippe drauflegen, denn das Material ist stoffähnlich und vermittelt dadurch ein noch direkteres Ballgefühl. Außerdem hat man wirklich das Gefühl, man spielt barfuß, und das kann der F50 in diesem Umfang nicht bieten. Daher ist aus meiner Sicht der Superfly etwas besser. In Sachen Qualität und Verarbeitung konnte uns der Superfly nicht ganz überzeugen, denn es ist bereits das zweite Mal, dass ich nach wenigen Stunden die Flywire-Nähte aufgelöst haben und aus dem Schuh rausgeschaut haben. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Außerdem haben wir auch Langzeiterfahrungen sammeln können, und da muss man auch gestehen, dass im Vergleich zu anderen Schuhen wie zum Beispiel dem Predator, dem F50, der Superfly doch etwas schlechter abschneidet. Wenn es also in Sachen Haltbarkeit geht, würden wir auf jeden Fall den F50 vorziehen. Kommen wir nun zum Fazit des Vergleichstests F50 von Messi gegen den Superfly von CR7. Ich muss sagen, dass mir der Superfly CR7 in einigen Punkten doch etwas besser gefallen hat als der F50. Er ist vom Material her weicher und angenehmer und vielleicht auch etwas dünner, vermittelt auch ein besseres Ballgefühl und man hat auch wirklich ein sehr angenehmes Tragegefühl, wenn man den Schuh auf dem Platz trägt. Was aber die Langzeiterfahrung bzw. auch den Komfort angeht, gewinnt der F50, denn der Superfly verursacht Blasen und auch von Haltbarkeit konnte uns nicht komplett überzeugen. Daher ist aus meiner Sicht der F50 doch der bessere Schuh, weil er insgesamt in allen Kategorien gut bis sehr gut abschneidet, kaum Schwächen hat, und daher würde ich euch insgesamt eher den F50 empfehlen.